Wer müde fährt, reagiert ähnlich langsam wie nach dem Konsum von Alkohol. Man schätzt die Geschwindigkeit falsch ein und ist unkonzentriert. Im Extremfall nickt man sogar ein. Der Sekundenschlaf. Die Folgen können fatal sein. Man ist eine Gefahr für sich selbst, aber auch für die anderen Verkehrsteilnehmer. Zum Beispiel, wenn es zu einem Auffahrunfall kommt. Bei ungefähr 10-20% aller Unfälle rechnet man damit, dass Müdigkeit mit einer Ursache war. Oft in Kombination dann auch mit Alkohol, aber es ist auf jeden Fall ein relativ gravierendes Problem. Also wenn die Augen anfangen, müde zu werden, zu tränen, zu brennen, dann sollte man sich überlegen, eine Pause zu machen. Das einzige wirksame Mittel gegen Müdigkeit ist genügend Schlaf. Reicht es in der Nacht nicht, kann eine Fahrtpause mit einem kurzen Nickerchen hilfreich sein. Ich verziehe. Also, ich werde eine Turboschlaf machen. Turboschlaf! Turboschlaf oder Powernap nennt sich der Schlafquickie. Mehr als 30 Minuten sollten es aber nicht sein, da sonst das Wachwerden schwerfällt. 15 Minuten reichen in der Regel schon aus, um wieder genug Energie für die Weiterfahrt zu haben. Gibt es auch Alternativen zum Turboschlaf? Das Einzige, was eigentlich einigermaßen vernünftig hilft neben dem Turboschlaf, ist Koffein, also Kaffee trinken oder auch Tee. Alle anderen Tricks, die man so kennt, Fenster aufmachen oder mitsingen beim Radio oder so, das nützt nur sehr kurzfristig und ist eigentlich nicht hilfreich und können wir auch nicht empfehlen. Also Turboschlaf als einzig wirkliche Maßnahme? Turboschlaf ist eigentlich das, was am erfolgversprechendsten einfach ist. Müdigkeitsunfälle verhindern helfen kann auch die Elektronik. Ein Fahrspurassistent hilft, auf der Spur zu bleiben. Und ein Müdigkeitserkennungssystem beobachtet das Fahrverhalten. Verändert sich dieses, werden zum Beispiel die Lenkbewegungen ruckartig, schlägt das System Alarm und der Fahrer wird zu einer Pause aufgefordert. Übrigens, wer übermüdet ist, darf von Gesetzes wegen nicht Auto fahren. Ob mit oder ohne Assistenzsysteme.